Was geht ab, Leute? Mein Name ist Ruf und willkommen zu meinem Kanal, wo wir eure Ideen testen. Wir haben heute mal eine Challenge vorbereitet, wo ich meine Community herausfordere in einem Spiel, nämlich Peggle. Aber falls du Peggle noch nie gespielt hast, dann lass mich das einmal kurz erklären. Der Sinn des Spiels ist nämlich, dass du diese orangen Bälle nämlich triffst und oben links siehst du, dass du 10 Bälle hast. Falls dein Ball einmal runterfällt, ist unten so ein Behälter, der ihn aufhängt und dann hast du wieder einen Freiwurf. Das ist quasi der Sinn des Spiels. Ich habe dazu nämlich programmiert, dass du durch Chat-Commands, zum Beispiel durch links, rechts oder auch schießen, das Spiel nämlich steuern können. Und die Challenge ist dabei, dass wir ein einziges Stage versuchen hinzubekommen. Ob meine Community das hinbekommen hat, Rusty, du hast das verkackt! Das werdet ihr auf jeden Fall herausfinden in diesem Video. Ey, und wenn euch diese Idee gefällt und ihr vielleicht weitere Sachen habt, die man testen könnte oder auch ihr versucht zu spielen, dann schreibt es auf jeden Fall gerne in die Kommentare und kommt bei uns auf dem Twitch-Kanal vorbei, wo wir gerade sogar live sind. Und dann würde ich sagen, auf geht's mit der Challenge und let's go. Wir gehen jetzt in ein schnelles Spiel rein, Ladies and Gentlemen. Ihr dürft jetzt hier nämlich in die erste Runde reingehen. Und ich fordere euch nämlich heraus, Twitch-Chat, dass ihr ein Level bzw. eine ganze Stage schafft, ohne dass ich was hinbekomme. Denkt, ihr bekommt das im Chat. Es geht los, ey. Let's go, Freunde. Der erste Versuch von Twitch Plays Peggle war schon echt sehr gut. Der Twitch-Chat hat nämlich angefangen, langsam als Team zu arbeiten und haben erst verstanden, wie das ganze Prinzip nämlich funktioniert mit links, rechts und nämlich den Schießen. Es war natürlich am Anfang klar, dass wir etwas reinscheißen, aber der Chat hat sich langsam gewöhnt und hat immer, immer mehr verstanden, wie das Spiel funktioniert, wo man hinschießen muss und vieles, vieles mehr. Leider war es nachher nicht so gut, weil der ein oder andere etwas getrollt hat, um ein bisschen zu meme. Und leider haben wir auch deswegen die erste Runde verkackt, aber es war trotzdem ein sehr, sehr geiles Erlebnis. Nach links, nach links, nach links. Come on, komm dann. Nein! Boah, er hat geschossen! Frosty! Frosty, du hast das verkackt! Versuch Nummer 2, Chat. Wir nehmen diesmal das Unicorn, der Affe. Der Affe war nicht gut. Ich hatte eine Mission, du hast... You had one job, du hast verkackt, Bruder. Du hast verkackt, ey, come on. Krieg Twitch-Chat einen Win hin. Krieg Twitch-Chat einen Win hin. Ich bin sehr, sehr gespannt. Challenge accepted. Let's go. Ja, Versuch Nummer 2. Es wird auf jeden Fall immer und immer wilder. Es haben sich jetzt einfach Teams gebildet und eine Aufteilung. Es durften jetzt noch Leute links schreiben, die irgendwelche gewissen Namen haben. Nur Leute rechts schreiben. Und eine gewisse Person hat einmal das Kommando gehabt über den Schussbefehl. Leider hat es nicht ganz so gut geklappt, weil es halt immer noch schwer war, ein bisschen durcheinander. Und bin ich ganz ehrlich, RNG hat uns auch ein bisschen gefickt, weil die Positionen richtig scheiße waren. Die Bälle sind random geflogen, aber seht es auf jeden Fall für euch selber. Es war sehr, sehr geil. Und ein bisschen Motivation habe ich so gefühlt, dass es den Leuten fehlt. Und da habe ich mir natürlich auch noch was Gutes einfallen lassen. Aber auch wie man so schön sagt, never surrender. Und das ist genau das, was wir getan haben. Niemals aufgeben und wir haben das Beste daraus gemacht, ja, was wir so machen konnten. Chat, wir dürfen ein Level. Come on, ein Level kriegt den Jungs. Ein Level kriegt den. Ja. GG, Chat. Ah. Da wir ja alle wissen, dass alle guten Dinge 3 sind, musste ich einmal meinen Chat ermuntern und einmal motivieren, damit wir endlich dieses Level auch schaffen. Chat, ihr kriegt das hin. Eine Runde werden wir gewinnen. Reißt euch zusammen. Versuch Nummer 3. Ich glaube an euch. Tom, alle. Krishnak, Grimrock, Frosty, Alex, alle, alle, alle. Wir kriegen das gemeinsam hin. Yo, Alter, der erste Schuss, Bruder. Nach dieser krassen Motivationsrede von mir hat der Twitch-Chat neue Kraft und neue Energie gewonnen, das jetzt selbst in die Hand zu nehmen. Und die haben echt tryhardet. Es haben sich sogar einige Teams einfach im Discord gebildet und die wollten mir wirklich zeigen, dass sie diese Challenge schaffen. Und es war auf jeden Fall sehr, sehr krass und ihr könnt sehen, was daraus geworden ist. Die haben endlich als richtiges Team gearbeitet, jeder hat sich gegenseitig unterstützt. Alle haben sich geflamed, wenn irgendjemand random geschossen hat. Es war schon sehr, sehr lustig. Aber hat es dann auch fürs Ende gereicht? Das werdet ihr auf jeden Fall jetzt sehen. Mit Baba-Musik noch im Hintergrund von Naruto. Fighting Spirit. Leute, es kann nur gut werden. Runde. Ah. Ah. Knapp, Chan. Okay, Leute. Versuch Nummer 4, Leute. Wir haben dreimal leider sehr, sehr, sehr knapp verfehlt. Aber ich bin mir sicher, Jungs, dass wir diese Runde hinbekommen. Ihr seid Chat, ihr seid mein Twitch-Chat, ihr seid schlau, ihr seid die Besten. Wir kriegen das gemeinsam hin, schaffen wir das Level, alles ist möglich. Ihr seid eine Einheit, ihr seid Ruff Twitch-Chat, come on. Let's do this. Uff, mit dieser Aussage und den Resultaten aus 3 Niederlagen hintereinander wurde der Twitch-Chat richtig sauer.
Die wollten mir nämlich beweisen, dass sie es gemeinsam schaffen, als Twitch-Chat diese Challenge zu schaffen. Und ich muss ehrlich sagen, es wurde jetzt richtig spicy. Jeder hat nämlich das getan, um sein Bestes zu tun, um diese Challenge zu schaffen. Es war koordinierter denn je. Wir hatten irgendwie 10 Leute im Discord. Und ich muss ehrlich sagen, ich bin noch nie so stolz gewesen wie jetzt in diesem Video. Denn die haben das unmöglich geschafft, was ich echt nicht erwartet hatte. Und ich bin sehr, sehr stolz. Und es ist einfach geil, das einfach zu sehen. Schaut einfach zu, was nämlich passiert ist. Es ist nämlich sehr, sehr geil. Und es war einfach eine geile Aktion. Und ich hoffe, dass wir das nochmal machen können. Shoot, 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 shoot. Schießt einfach, nice, 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 nice. Okay, jetzt zwei noch, Chat, bitte. Rechts, geht hier ganz, ganz, ganz nach rechts. Alter, Bruder, ganz, ganz, ganz andere Seite. Geht da andere Seite. Go, 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 Chat. Ihr habt das. Das wird der Win von dir. Ihr seid es. Ihr seid die Besten. Come on. Ihr habt die erste Runde. Ich glaube, geht nach rechts. Geht nach rechts. Nach rechts. Scheiß auf den Lilanen. Scheiß auf den Lilanen. Twitch, Chat. Noch ein bisschen, noch ein Stück, noch ein Stück, noch ein Stück. Ja, 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 schieß, 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 nein, 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 ja, ja. Ja, let's go, let's go, GG. Twitch, Chat, Twitch, Chat, nice, we did it, Mom. Twitch, Chat hat eine Runde Pegel gewonnen. Easy first try. All you chat, das war all you. Oh mein Gott. Ja, liebe Leute, das war die Runde Peggle. Ihr habt gesehen, Twitch Chat hat es hinbekommen, eine Runde Peggle zu gewinnen. Richtig, richtig geil. Deswegen sehr stark auf jeden Fall von euch gemacht. Deswegen, falls ihr mal Bock habt auf mehr solchen Content, schaut bei uns vorbei und wahrscheinlich spielen wir öfteres solche kleine Games mit euch. Wenn ihr irgendwelche anderen Spiele sehen wollt, dann schreibt es in die Kommentare, was wir spielen sollen. Ich würde dann sagen, wir sehen uns dann im nächsten Video. Haut rein und bye bye bye. Ciao, ciao, ciao.